So Leute, ich bin's der Max vom Kanal GameCorp und heute habe ich mich doch mal dazu entschieden, Critical Ops auf meinem LG G3 zu spielen, meinem Android-Handy. Normalerweise spiele ich die Mobile Games ja immer nur auf meinem iPad, aber ich dachte mir, warum nicht einmal probieren, hier Critical Ops aufzunehmen, und deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach mal. Mein Handy kann ich ja auch mit der Elgato aufnehmen, also ist das Aufnehmen kein Problem. Nur ist es halt eben so, dass es manchmal so etwas laggt. Manchmal läuft es mit 60 FPS und manchmal droppen die FPS dann wieder auf 30 FPS runter, so wie sie jetzt gerade sind. Finde ich ein bisschen komisch, ihr werdet davon normalerweise nichts mitbekommen. Mich stört es eben ein bisschen und ich spiele nicht gern. Und ich spiele Counter-Terrorists und ich spiele nicht gerne auf meinem Handy, dann lieber auf dem iPad. Und ja, das Spiel habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Deswegen kenne ich auch gar keine Spots. Also weiß nicht, wo die Gegner spawnen. Also ungefähr weiß man das halt schon, aber ich weiß es nicht hundertprozentig direkt. Und am Anfang habe ich eben nur die Pistole. Das wissen die Leute, die Critical Ops spielen wahrscheinlich aber schon, dass man am Anfang dann nur die Pistole hat und sich andere Waffen kaufen muss. Den einen habe ich bekommen und wurde dann selbst geholt. Wow. Und wenn man stirbt, gibt es diesen Free Look Mode. Das heißt, man kann sich frei rumbewegen. Könnt ihr theoretisch in den Chat schreiben, wo die Gegner sind. Da bin ich jetzt aber zu faul für. Und ich hoffe, dass ich mir danach mal die M4 leisten kann. Das ist so mein Lieblingsgewehr eigentlich. Oh, oh, ja. Kill ihn, kill ihn. Nice, er ist einfach rückwärts da hochgelaufen. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Critical Ops haltet. Ob ich weiterhin Critical Ops spielen soll, bringen soll. Wobei ich das lieber auf iOS spielen würde, aber da bin ich leider kein Tester geworden. Deswegen kann ich das Ganze nur auf meinem Android-Handy spielen. Aber auf dem Handy spiele ich eben nicht oft. Auf dem iPad spiele ich eigentlich auch nicht so oft, lieber auf dem PC, aber auf dem iPad spiele ich schon öfter als auf dem Handy. Und ja, wie sieht's denn gerade aus? Alive, alive. Zwei Leute ist noch alive. Ein Terrorist, ein Counter-Terrorist. Wo haben wir denn den Terroristen? Das sollte ich eigentlich auf der Map sehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder ich muss ihn selber suchen. Ich sehe jetzt nämlich nur meinen Verbündeten hier auf der Map. Okay, und der hat gerade einen getötet, wie es scheint. Gut, dann haben wir die Runde gewonnen. Mal gucken, ob ich mir jetzt was leisten kann, weil wir gewonnen haben. Assault Rifles M4. Ja, hole ich mir auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, ob ich jetzt hier besser abschneide. Davor habe ich ja einen Kill bekommen, bin einmal gestorben. Ist in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner kommen können. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht so stark hier vor trauen. Beziehungsweise deswegen traue ich mich jetzt nicht so stark vor. Und ihr seht es ja, Critical Strike Portable. Daran sieht man, dass Critical Ops der Nachfolger von Critical Strike ist, das ich ja auch schon auf dem Kanal gebracht habe. Und da habe ich den ersten. Da sind noch ein paar Terroristen. Oh. Komm hier vorbei und du bist down. Komm hier vorbei und du bist down. Und, ah, shit. Der hatte sogar noch eine Shotgun, aber ich bin nicht durch die Shotgun gestorben, sondern durch die AK, soweit ich das sehe. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden damit, wie viele Leute ich hier gefunden habe und warum bin ich so behindert auf dem... Egal. Gut, ich schaue mir einfach mal meine Mitspieler an, was sie hier so machen. Wobei ich will doch lieber Free Look Mode. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Free Look Mode wieder einstelle, aber ist mir jetzt auch egal. Ich schaue einfach mal den Mitspielern zu, beziehungsweise ja doch den Mitspielern. Wir haben wieder gewonnen. Easy. Mal gucken, ob die Mitspieler jetzt hier eine Waffe fallen lassen. Die hebe ich dann natürlich gerne auf. Ich komme schon, lassen eine Waffe fallen. Ne. Die haben alle keine Waffen zum Fallen lassen. Da hole ich mir mal die AOG. Die AOG habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt. Sieht auch mega cool aus. Mann, wie gern würde ich dieses Spiel auf iOS spielen können. Da würde ich das auf jeden Fall öfter bringen. Vielleicht sogar austauschen gegen Modern Combat 5, weil... also Modern Combat 5 gegen das austauschen, weil Modern Combat 5, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht mehr so stark. Da bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige. Jawohl, den habe ich bekommen. Außerdem gefällt mir eh so ein bisschen das taktische Spielen von, ja, ist zwar nicht so taktisch wie bei Rainbow Six, aber durch Rainbow Six gefällt mir das taktische Spielen auf jeden Fall immer mehr. Ich weiß nicht, ob man hier Friendly Fire machen kann, also ob man Teammates töten kann, will ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausprobieren. Und ich gucke mal, ob da noch irgendwo ein Gegner ist. Nein. Nein, da haben wir keinen. Da haben wir einen Terroristen. Der hat sich aber versteckt. Komm, zeig dich. Also mir gefällt das Spiel auf jeden Fall sehr gut, aber ich werde es nicht so häufig spielen, weil es eben auf dem Handy ist und auf dem Handy spiele ich nicht gerne. Das spiele ich lieber auf dem iPad. Habe ich aber schon oft genug gesagt, denke ich. Oh, oh. Irgendwo ist da ein Gegner, ich spür's.
Sieht man eigentlich, wo die die Bombe planten, wenn die eine Bombe geplantet haben? Also für die Leute, die auch Counter-Strike nicht kennen, also dieses Spiel ja auch nicht, für die erkläre ich mal ganz kurz den Spielmodus. Es ist einfach so, dass es Terroristen und Antiterroristen gibt und die Terroristen müssen Bomben legen und die Antiterroristen müssen diese Bombe dann entweder entschärfen oder die Terroristen alle töten. Die Terroristen können auch alle Antiterroristen töten und ja, so gewinnen beide Teams eben, wenn sie entweder das gegnerische Team komplett zerstören oder ihren Auftrag erfüllen, also ihr Objective, also entweder Bombe planten oder Bombe entschärfen. Und ja, das wäre es eigentlich dazu. Und wo ist denn der Gegner, Mann? Bomb has been planted. Lol, da ist gerade ein Gegner gewesen und der hat es nicht mitbekommen, oder was? Der Gegner hat da gerade die Bombe hingesetzt und ist weggerannt. Wow, und hat mich auch noch bekommen, Alter. Wenn der Teammate den jetzt nicht gekillt bekommt, dann weiß ich auch nicht, was mit denen abgeht. Okay, doch, der hat es gerade defused, also entschärft. Lol, der Typ hat einfach nichts mitbekommen. Jetzt nehme ich mal die AK. Die AK-47, die Waffe, die jeder kennt. Und mal gucken, ob ich hier auf Gegner treffe, wenn ich hier ein bisschen warte. Ich lasse mal lieber den Teammate vorlaufen, der hat höchstwahrscheinlich etwas mehr Ahnung als ich. Was ich auch gut finde, dass das Fadenkreuz so richtig klein wird wie ein Counter-Strike. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Komm, 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 komm. Da ist bestimmt ein Gegner, sonst hättest du doch keine Granate hingeworfen. Also beziehungsweise da kann ein Gegner kommen. Hier kann doch bestimmt auch ein Gegner kommen. Ich guck mal, ob ich die irgendwie. Oh, flankieren wollte ich gerade sagen kann. Und es laggt rum, Alter. 18 FPS. Nice. Mein LG ist eigentlich ein recht gutes Handy, aber irgendwie läuft auf dem nicht so viel wie. Laufen die Sachen irgendwie nicht so gut drauf, wie sie laufen sollen. Also auch MC5 laggt mega drauf. Deshalb spiele ich MC5 auf Android eigentlich gar nicht mehr. Ja. Das ist eigentlich die einzige Begründung, aber das schreibe ich auch immer in die Kommentare, falls mich das jemand fragt, warum ich MC5 nicht mehr auf Android spiele. Ganz einfach, weil das Spielerlebnis auf dem iPad um das Hundertfache besser ist, sage ich einfach mal. Die Bombe wurde gesetzt, ich weiß nur nicht wo, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich da irgendwo, da ist ein Teammate gerade gestorben. Gucken, ob ich da jemanden wegfetzen kann durch den Smoke. Ich bin der Letzte, der übrig ist, aber ich versuche jetzt einfach mal, den gegnerischen Terroristen zu töten, damit ich die Runde gewinne. Irgendwo da muss er sein. Ja! Und jetzt muss ich nur noch defusen. Wo haben wir die Bombe? Da haben wir die Bombe defuse. Okay, Leute, dann haben wir die Runde auch gewonnen. War etwas knapp, nur noch 5 Sekunden hier. War sehr knapp, noch 3 Sekunden waren übrig. Gut, dann haben wir das Ganze gewonnen. Hat ziemlich Bock gemacht mit der AK. Die behalte ich natürlich, weil ich nicht gestorben bin. Oh, die Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Ich würde einfach sagen, ich spiele jetzt noch die Runde zu Ende und dann war's das. Guck mal, das Spiel fesselt mich so hart irgendwie, dass ich die Zeit wieder vergesse. In Monaco 5 ist das auf jeden Fall nicht so. Mal gucken, ob ich da einen Gegner finde. Wenn ich jetzt sterbe, dann war's das, denke ich mal, für die Runde. Ich denke, ihr müsst nicht sehen, ob ich jetzt noch gewinne oder ob unser Team noch gewinnt oder nicht. Okay, ich bin tot. Als hätte ich es gewusst. Gut, Leute, ich hoffe natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Lasst eine Bewertung da, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ich mehr davon bringen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.